Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Stable Online. Es tut mir so furchtbar leid wegen gestern. Ich war wirklich gestern total unter Zeitdruck. A, habe ich nicht zu Hause übernachtet, ich war woanders. Und B, hatte gestern meine Tante Geburtstag und da musste ich hin. Und deswegen konnte ich gestern leider nicht aufnehmen. Und nachdem ich von meiner Tante wieder nach Hause gekommen war, habe ich mir gedacht so, nee, jetzt hast du auch keine Lust mehr und ich hoffe, ihr versteht das. Dafür haue ich heute bei beiden Projekten, auch beim neuen Projekt, einfach mal Doppelfolgen raus. Und ich hoffe, wir halten uns bei dem neuen Projekt ein bisschen länger auf. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe jetzt mir extra ein bisschen Zeit gelassen mit Professor Heidens Quest, weil ich wusste ganz genau, wenn ich damit jetzt Mittwoch anfange, also letzte Woche, hätte ich jetzt wahrscheinlich in die Tonne kloppen können, weil sich da alle dann drum geprügelt hätten. Aber wir schauen mal. Achso, ich kann diesen Auftrag nicht machen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Deswegen muss ich das Interface rasch mal wieder anschalten. Weil ansonsten wäre es wieder so gewesen, dass wir dann nicht durchgekommen wären, weil die alle wahrscheinlich da drin gestanden hätten und bla bla. Egal. Heiliger Regenwurm, was willst du denn hier? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst deine Zoom-Spaziergänge woanders machen? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Jugendliche. Du wunderst dich, wieso das Lager so chaotisch aussieht? Du hast Augen im Kopf, was? Dann solltest du ja sehen können, dass ich versuche, die Glasscherben hier auf dem Boden zu vermeiden. Was du übrigens auch tun solltest. Wenn du die Bürste vom Boden aufhebst und die Scherben aufkehrst, erfährst du vielleicht, was passiert ist. Na gut. Oh, da steht Shadow auch, also mein Moon Shadow steht auch schon fast in ein paar Scherben drinne. Wir müssen Glasscherben aufsammeln, was natürlich sehr gefährlich ist. Sollte man vielleicht... Ja, man sollte Glasscherben immer aufhängen. Man sollte aber aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Und wenn ihr noch sehr etwas kleiner seid, solltet ihr vielleicht eure Eltern um Hilfe bitten, wenn ihr irgendwie ein Glas kaputt gemacht habt oder so. Was machst du? Lucia, habe ich dir denn gar nichts beigebracht? Das Leben sollte hart, schwer und entsetzlich sein. Das weiß man, dass man lebt. Kommst hierher und kehrst die Glasscherben vom Boden auf, Jugendliche. Man hilft ihm und er ist undankbar. Das finde ich toll. Stattdessen bist du wie ein heller Sonnenstrahl. Einer, von dem man geblendet und blind wird und einem die Augen schmerzen, bevor man über einen Stein stolpert. Aber wenn du schon hier bist, kannst du mir auch helfen aufzuräumen. Los, los, leg los und hilf mir. Na gut. Das sieht alles so... Tut mir irgendwie richtig, richtig leid gerade. Ich hoffe, dass du jetzt nicht auf ein Danke oder so wartest. Nee, tue ich nicht. Bei dir sowieso nicht. Ich bin nicht immer schlecht gelaunt, Uchi, aber wenn ich es bin, dann zu 100%. Großer Unterschied. Was hier im Lager passiert ist... Nee, eigentlich nichts. Ich war dabei, die Spiegelkakerlaken zu studieren, als Alberta plötzlich aufsprang und das Glas, in dem sie waren, umgeworfen hat. Es zerbrach daraufhin und meine kleine sechsbeinigen Freunde liefen in alle Richtungen davon. Ich habe dann versucht, mein kleines Zuckerstück zu verscheuchen, aber sie hat daraufhin versucht, die Spiegelkakerlaken für mich einzufangen. Ich schrie, dass sie aufhören sollte, aber dann, naja, wurde sie sauer. Sie hat die restlichen Gläser umgeworfen und lief davon. Sie kommt aber sicher bald wieder. Hoffentlich. Ich schlafe wohl im Kühlen und im Regen, da das Zelt nicht mehr steht. Hoffen wir, dass es regnet, wenn ich schon kein Zelt habe, in dem ich schlafen kann. Dann kann ich immerhin versuchen, so wie Diagenes zu leben. Was ist das? Du willst das Zelt Alberta zuliebe wieder aufstellen? Okay, du weißt, wie man ein Zelt aufbaut, oder? Jugendliche. Ja, worauf wartest du noch? Baue das Zelt wieder auf. Los, los. Er ist halt schlecht gelaunt. Muss man ihn halt drum, ne? Muss man ihn nicht übernehmen. Ich bin im Zelt. So, Shadow. Dankbar für was? Dass du das Zelt aufgestellt hast, Jugendlicher. Du findest, dass ich immer schlecht gelaunt bin? Ja, was soll ich sagen? Viele Leute sagen, dass man, wenn man keinen anderen Menschen lachen oder Sonnenschein mag, grantig sei. Ich nenne es Leben, so wie wenn Leute sagen, dass man sich etwas wünschen soll, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Nonsense.
Wenn du sie am Himmel siehst, ist der Stern schon seit Millionen von Jahren tot und Wünsche enden nur in Enttäuschung. So, jetzt gibt es hier für dich nichts mehr zu tun. Es sei denn, du willst mit mir und Alberta essen. Dann zünde das Feuer an, okay? Oder wie glaubst du, können wir das Essen kochen? Weiß nicht, so in dem Haus auf dem Herd. Aber nö! Verbrenn dich bitte nicht, Moonshadow, ja? Ich frage mich, wo Alberta steckt. Sie ist bestimmt hungrig. Alberta, Prinzessin, Zeit zum Essen! Wo ist das kleine Zuckerstück nur hin? Wir müssen mit dem Essen warten und erst Alberta finden. Die sollte nicht weit gekommen sein. Sie bleibt normalerweise in der Nähe. Sie ist wahrscheinlich nur ein wenig verwirrt und sitzt irgendwo auf einem Baum. Du müsstest mir mal bei der Suche helfen, wenn dir das nicht ausmacht. Du könntest zum Mondsicheldorf reiten und dort nach Alberta suchen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie dort vor der Tür sitzt und schmollt. Worauf wartest du? Ich gebe dir sicher keine Umarmung zum Abschied. Wenn du eine Umarmung willst, such dir einen Kaktus. Los, los, auf ins Mondsicheldorf, Alberta suchen. Na gut. Komm, Moonshadow. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass es sich bei Alberta wohl um eine Spinne handelt und ihr wisst, wie ich auf Spinnen reagiere. Spinnen sind nicht gerade die Tiere, die ich am liebsten als Haustiere halten würde. Ich kriege ja immer schon das Kotzen, wenn ich die Spinnen eigentlich nur sehe. Naja, mal gucken. Vielleicht, wenn jetzt dieses Wochenende, ich hoffe, dass es dieses Wochenende endlich ist, das doppelte Starcoins-Wochenende kommt, dass ich mir dann noch die anderen beiden Friesen holen kann und mir dann noch zwei Friesenstückchen machen kann, weil ich habe ja jetzt schon vier Friesenhengste und da brauche ich jetzt noch zwei Friesenstückchen. Ich werde auf jeden Fall eins der Friesen, das werde ich jetzt schon mal spoilern, werde ich Moon Princess nennen. Nein, ich habe mir den, ja doch, vielleicht habe ich mir den Namen sogar ein bisschen von Sepp Let's Plays abgeguckt. Ist dann halt so. Es scheint so, als ob Alberta nicht hier wäre. Hallo, hier entlang. Was hat denn jetzt Pamela Moonriver damit zu tun? Und vielleicht hätte ich mir so gedacht, als zweites so Moon Queen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Oh. Jetzt bin ich wieder an die Westen Bienen oder so gelaufen. Bienen greifen an. Du kannst im letzten Moment entkommen. Ach ja. Lucia, was für ein Glück, dass du da bist. Entschuldige was? Du suchst nach Alberta? Ja, du hast sie verpasst. Weißt du, in was für einer Verfassung sie war? Ich sah sie hier im Garten und sagte ihr, dass sie nicht mit den Bienen spielen soll, aber glaubst du, dass sie auf mich gehört hat? Es wird Zeit, dass Hayden die werte Dame richtig erzieht. Dieses Mal ist sie zu weit gegangen. Hast du das ganze Chaos hier gesehen? Die Bienen sind so sauer, dass ich nicht weiß, ob ich mich in ihre Nähe trauen sollte, um sie mit Zuckerwasser zu beruhigen. Du willst es versuchen? Puh, danke, ich nehme das Zuckerwasser und verteile es im Garten. Sei aber vorsichtig, wenn sie so wütend sind, greifen sie alles in ihrer Umgebung an, was Beine hat. Ich hab jetzt wieder Bienen gelesen. Dazu werde ich Moonshadow aber hier stehen lassen, weil den muss ich nicht wieder unnötig in Gefahr bringen. Ah, verdammt, die haben mich doch getroffen. Naja. Sorry. Bienchen. Und da hinten sind noch welche. Oh nein, das war nicht so gut. Das Zuckerwasser scheint die Bienen nicht beruhigt zu haben. Sie sind jetzt noch wütender. Du Scheiße. Wütende Bienen. Au! Fuck it. Ups. Das tut mir leid.
Lucia, wir müssen etwas unternehmen, bevor jemand im Dorf noch ernsthaft verletzt wird. Gute Idee, Lucia. Professor Hayden ist der Einzige, der uns helfen kann. Reite in den Spiegel und sag ihm, dass er uns helfen soll. Jetzt! Ja. Die armen Leute. Das scheint ernsthaft zu sein hier mit Alberta und den Bienen. Also eigentlich ist ja, wir sind ja nicht schuld, dass die Bienen so ausrasten. Aber Alberta ist es schuld, weil sie hat das angerichtet, dass die Bienen angefangen haben, so sauer zu werden. Glaube ich, mit. Natürlich! Alberta, Zuckerstück, wo bist du? Lucia, hast du Alberta gefunden? Nein, habe ich nicht! Ach. So. Dann würde ich mal sagen, dann war es das für die erste Folge auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es war okay. Und ja, wie es mit Alberta und Hayden weitergeht, das sehen wir gleich. Bis gleich! Ciao, ciao!